volles Haus. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel morgen gegen den SSV Ulm. Agiris Janikis darf ich neben mir recht herzlich begrüßen. Und nachdem es die Frage ist, die wahrscheinlich hier die meisten drängt, stelle ich sie dir gleich. Wie sieht es aus mit dem Personal für morgen? Personal. Lee Quattro ist wieder zurück im Training nach seiner Magen-Darm-Geschichte inklusive grippale Infektion ist er wieder da. Genauso wie Jesper Verlat ist wieder im Training. Ausfallen wird Julian Guttau, der immer noch mit Fieber oder fiebrig ist und seine Grippe noch nicht auskuriert hat. Genauso wie Max Reinthaler, der eine leichte Innenbandverletzung im Knie hat. Dankeschön. Dann Zeit für eure Fragen. Mikros liegen bereit. Wenn jemand eine hätte, könnte er sie stellen. Ansonsten haben wir die kürzeste Löwenrunde der Geschichte. Ich glaube, kommt was gut. Ah, ich glaube auch. Noch kurz getippt. Dann beginnen wir beim BR. Olli, wenn du das Mikro einmal hintergeben würdest. Vielen Dank. Was macht die Löwen aktuell so stark? Was macht uns so stark? Ja, ich glaube, wir schauen, dass wir die Herausforderungen einzeln nehmen, von Spiel zu Spiel denken, von Tag zu Tag denken. Die Mannschaft ist sehr kompakt auf dem Platz, ist sehr fleißig auf dem Platz, hat sehr schnell die neuen Sachen, die wir implementieren wollten, auch angenommen und versucht, sie umzusetzen. Ja, mit wechselnden Herausforderungen, wechselnden Gegnern. Ja, und diese gemeinschaftliche Arbeit auf dem Platz, glaube ich, ist das, was im Moment ausschlaggebend ist. Dann lass mal kurz Uli, der sich zuerst gemeldet hat, sei so lieber, und dann gehen wir zu Christoph. So, hallo nochmal. Wenn jetzt der Guttau ausfällt, wer kommt denn da für Sie in Frage? Am Dienstag haben Sie gesagt, Zwarz ist vielleicht noch nicht so weit für einen Startelf-Einsatz. Bei Güller klangen Sie auch ein bisschen skeptisch. Wer bietet sich da an? Soleimani oder? Ja, wir haben unterschiedliche Optionen, unterschiedliche Spielertypen, ja. Semi Güler, Herol, Senulau sind auf der Position. Wir können da im Mittelfeld was verändern. Wir können mit zwei Spitzen spielen, wir können mit Zehner spielen. Das sind alles Überlegungen, die wir dann auch haben. Ne? Christoph. Ja, ich wollte dir Frage, warum 60 zurzeit so stark ist, anschließen. Warum ist denn Ulm zurzeit so stark? Das ist ja absolutes Spitzenspiel, was die Rückrunde angeht. Die Zahlen sind weitgehend identisch von den Toren her, von den Gegentoren. Was erwarten Sie für eine Mannschaft? Ja, Ulm ist ja die zweitbeste Auswärtsmannschaft, hat eine ähnliche Serie hingelegt, ist die Mannschaft, die die höchste Pressing-Intensität hat auf dem Platz und nach Ballverlust ziemlich schnell auch die Bälle wieder zurückkämpft. Sie haben ein Selbstverständnis sich erarbeitet über die Zeit, mit der sie zusammenarbeiten, mit dieser Konstellation, mit dem Erfolgsmoment letztes Jahr, mit dem Aufstieg, aber auch jetzt diese Fortführung. Ja, ist sehr homogen, ist sehr kompakt, auch eine körperliche Mannschaft. Ja, und das wird, glaube ich, ein Spiel zweier Mannschaften, die gut in Form sind, das sehr interessant sein wird. Thomas? Ich schließe mich gleich an. Sie haben jetzt ja gegen eine angeschlagene Mannschaft gespielt in Werl. Jetzt kommt ein sehr selbstbewusster Gegner. Was ist Ihnen als Trainer lieber, wenn eine Mannschaft eher schon ein bisschen eine Schwächephase hinter sich hat oder jetzt wie Ulm, die mit breiter Brust kommen und vielleicht aber zu der einen oder anderen Nachlässigkeit tendieren könnten dadurch? Also ich habe jetzt keine angeschlagene Werder-Mannschaft gesehen, die sehr ballsicher war und sehr dominant aufgetreten ist. Natürlich war die Serie davor von Werl von den Ergebnissen jetzt nicht in der gleichen Konstellation, die Ulm sie hatte, aber in jedem Spiel hatte Werl ihre Chancen zu gewinnen und einen Haufen Chancen zu gewinnen, hat sie Momentum nicht auf ihrer Seite gehabt. Ja, wir können uns nicht aussuchen, gegen wen wir spielen. Jeder Gegner ist unterschiedlich. Jeder Gegner will uns, wie gesagt, sage ich immer wieder, vor neuen Herausforderungen stellen. Ja, und die gilt es zu versuchen anzunehmen und zu bewältigen. Und natürlich haben diese Mannschaften dann auch einen Bewegungsvorsprung, weil sie länger zusammenarbeiten und die Abläufe viel öfter integriert wurden. Ja, und wir müssen uns die Sachen halt von Woche zu Woche erarbeiten. Die Mannschaft ja wochenlang gut gearbeitet, den Anschluss ans Mittelfeld gefunden und könnte morgen theoretisch einen ordentlichen Satz machen, zumindest den Abstand verkürzen auf die vorderen Plätze. Ist das für die Köpfe eine besondere Drucksituation und was machen Sie, dass die Mannschaft nicht verkrampft mit so einer Chance vor Augen?
Ja, ich glaube, bis jetzt waren auch die Spiele davor von der Herausforderung ziemlich groß. Wenn man bedenkt, wo wir waren, welche Herausforderungen wir meistern mussten, damit wir mit solchen Drucksituationen auch klarkommen, hat sich für uns nicht viel geändert. Wir sind immer noch nicht da von den Punkten, wo wir es haben wollten. Ja, und unser primäres Ziel ist nach wie vor, diese Punkte zu sammeln, die wir brauchen, um die Klassensicherung auch zu gewährleisten. Ja, und bis wir diese Punkte nicht haben, dann wird sich auch nichts verändern. Oliver? Janik, wie schwer wiegen jetzt die Ausfälle von Guttau und Max Reintaler? Es ist das erste Mal, dass sagen wir, zwei Stammspieler ausfallen. Jetzt in ihrer Zeit sind sie 8 Spiele da. Wie schwer wiegt das für Sie? Ja, es gilt eine Lösung zu denken, nicht ein Problem. Natürlich sind beide Spieler, speziell Guti, jetzt auch in Form gewesen. Und natürlich hast du deinen Scorer gern auf dem Platz. Das ist so, aber dennoch haben wir volles Vertrauen auch in die Mannschaft und in die Jungs, die da spielen werden morgen. Ja, sicherlich möchte man Full House haben, aber das ist kein Wunschkonzert. Und da gilt es für uns halt, Lösungen zu finden. Sven von T-Online. Sie haben schon angesprochen, was Ulm so stark macht. Worauf kommt es denn für die Löwen morgen speziell drauf an? Also wie möchte man Ulm entgegentreten? Ja, wir möchten uns entgegentreten. Wir möchten Ulm so entgegentreten, dass ihre Stärken nicht ganz so ersichtlich werden auf dem Platz, dass wir Sachen versuchen zu umgehen und Sachen auszunutzen, die sie anbieten. Ja, und dennoch aus einer Balance heraus, mit dem heißen Herz, aber mit dem kühlen Kopf. Ja, das wird für uns dann wichtig sein morgen. Oliver? Haben Sie sich das Hinspiel auch nochmal angeschaut oder spielt das für Sie keine Rolle? Nee, ist zu weit weg. Das habe ich in der Voranalyse, bevor ich zu 60 kam, habe ich es mir mit angeschaut. Aber jetzt für dieses Spiel hat sich ja bei uns was geändert und beim Gegner auch minimal was geändert. Insofern habe ich die letzten Spiele auch mir näher angeschaut. Können Sie noch was zu Reintaler sagen? Wird er nur kurzfristig ausfallen, aber so eine Innenbandgeschichte, wie lange dauert sowas? Das kann Tage gehen, kann auch ein bisschen länger gehen. Also muss man ja sehen, es hat das mit Schmerzempfinden zu tun, es ist nichts kaputt. Ja, aber das Band muss sich da regenerieren und es hat was mit dem Schmerzempfinden des Spielers dann zu tun. Das müssen wir dann von Tag zu Tag dann auch neu bewerten. Das ist wie es im Aufbau jetzt, dass er A regeneriert, aber B auch wieder aufgebaut wird, dass er dann schnellstmöglich wieder zurückkommt. Christoph? Eine Frage noch zu einer anderen Personalie, nämlich Niklas Tarnath. Über den haben wir bisher sehr wenig gesprochen. Der hat auch bei Ihnen eigentlich noch keine Rolle gespielt. Jetzt saß er aber letztes Wochenende, war er im Kader wieder. Wie sind Ihre Planungen mit ihm und wieso ist er bisher noch nicht zum Zug gekommen? Ja, Niklas ist ein sehr qualitativ hochwertiger Spieler, was Ballbesitz betrifft und mit Ball arbeiten. Er hat noch nicht diese Struktur gefunden in dem Spiel, wie wir unsere Sechser bewegen wollen und sind im Moment sehr auch in Abläufe eingebunden als Mannschaft, die eher defensiver orientiert sind auf dieser Position. Ja, und deswegen hat er noch nicht diese Bindung auf der Position, die wir uns vorher wünschen und vorstellen. Dennoch ist es ein Spieler mit Qualitäten, keine Frage. Ist Nankishi auch für Sie ein Spieler, der die Position von Guttau theoretisch ausfüllen kann? Ist auch eine Option, ja. Könnte auch, hat schon gespielt, ja, wäre auch eine Option. Thomas? Sie haben ja in den letzten Spielen gelegentlich mit 4 gelernten Innenverteidigern gespielt. Unabhängig vom Gegner spielt da auch die Überlegung eine Rolle, dass man bei einem entsprechenden Spielstand ergebnisbedingt auf Dreierkette umstellen könnte oder ist das für Sie unerheblich in der Hinsicht? Ja, dass jetzt Mitch Glück zum Beispiel rechts gespielt hat, ist geschuldet der Spielspezifik, was am Gegner orientiert ist. Wir haben auch, glaube ich, in der Kürze der Zeit, in der wir hier zusammenarbeiten, auch situativ mit Dreierkette auch während dem Spiel agiert. Ja, je nach Spielsituation, je nach Verhalten des Gegners könnte das, wie gesagt, auch eine Option sein. Ja. Haben wir bisher aber auch gezeigt. Ihr Vorgänger, Herr Jakubacci, hat ja sehr defensives Fußball spielen lassen, defensiven Fußball, wenig Gegentore kassiert. Jetzt ist tatsächlich unter Ihnen so, dass die Defensive noch sicherer steht, noch weniger Gegentore fallen. Wo sind Sie da die Gründe? Was haben Sie da verändert? Ja, was habe ich verändert? Klar, in erster Linie ist es ein gesamtmannschaftliches Verhalten. Das sind die Spieler, die im Vordergrund stehen, die einen vorgegebenen Rahmen auch mit Inhalten füllen müssen, mit ihren Qualitäten, aber auch mit dem Einsatz füllen müssen.
Ja, wir haben aber auch in der Offensive was verändert, dass wir den Ball schnell nach vorne transportieren wollen und gefährlicher werden wollen. Und es ist eine Balance wichtig. Ja, und ich glaube, wir schießen auch Tore, wir verteidigen nicht nur. Sonst hätten wir auch die Siege nicht einfahren können. Sind denn Jesper Verlaat und Liro Quadwo, sind die schon wieder voll auf der Höhe? Weil wenn man so eine Grippeschwächung hat, wie sehen Sie es, wie haben Sie heute trainiert, die beiden? Ja, sahen gut aus. Wie gesagt, Körper ist natürlich nach einer Infektion nicht auf 100%, das ist klar, aber sie sahen soweit den Umständen entsprechend ganz gut aus. Sonst noch den ein oder anderen Wackelkandidaten bezüglich Grippewelle? Nein, beim Rest sind so leichte Erkältungen, aber jetzt keine, also stand jetzt keine besorgniserregenden Krankheiten. Weil Sie gerade auch den Erol Senulau ins Gespräch gebracht haben, der hat ja bei Ihnen bisher auch keine große Rolle gespielt. Was würde Ihnen dafür qualifizieren, morgen den Guttert zu vertreten? Ja, es ist eine ähnliche Position, also die gleiche Position mehr oder weniger, ist ein anderes Verhalten. Ja, Erol ist eher der spielerische Ansatz klar, viel Laufen, aber weniger Dynamik. Jeder Spieler hat seine Fähigkeiten. Ja, und wir müssen gucken, halt, wie gesagt, wer passt auch zu dem Spiel am besten auch. Schaue ich nochmal. Normal am Schluss immer die Abendzeitung. So ist es. Gehen wir ganz hinter zu Matthias, bitte. Und danach dann Thomas. Servus, Herr Nikes. Keine PK nochmal ohne eine Serienfrage. Was macht es mit Ihnen, dass es jetzt nur noch eine Handvoll Mannschaften gibt, auch im ganzen Profifußball in Deutschland, die noch ungeschlagen ist 2024 und dass man Ihren Namen in einem Atemzug, wenn man auf den Punkteschnitt schaut, mit Xabi Alonso nennen kann, obwohl man sich natürlich nichts davon kaufen kann, aber das ja doch auch eine Wertschätzung für die Arbeit ist oder ein Zeugnis zumindest. Wirklich ist so. Habe ich mir keinen Gedanken gemacht dazu diesbezüglich. Ich glaube, es ist eher eine Auszeichnung für unsere gesamte Arbeit hier, für die Mannschaft, für die Spieler, die die Hauptakteure eigentlich hier am Spieltag sind und das Ganze umsetzen. Ja, und wir versuchen natürlich alles, um solange es geht, auch Serien aufrechtzuerhalten. Und wir haben ja zu Beginn gesagt, dass wir ein Gefühl entwickeln wollen, auch innerhalb der Mannschaft, dass wir siegfähig sind, dass wir berechtigte Hoffnung auf Punkte auch haben und auf Siege haben. Und ich glaube, da sind wir angelangt seit ein paar Spielen und dass die Mannschaft daran glaubt und sich auch berechtigt dann auch siegfähig sieht. Dann haben wir Thomas Spiesel nochmal gehabt. Sie haben ja in Werl in der Schlussphase noch Motiba und Zwarz gebracht. Die beiden hätten auch fast noch, oder haben sie noch eine gute Chance erspielt aufs zweite Tor. Waren zwar nur gut 10 Minuten, aber wie zufrieden waren Sie und konnten Sie da schon Rückschlüsse ziehen, inwieweit die jetzt auch eine Rolle spielen können am Samstag? Ja gut, Joel ist ja bekannt, dass ein qualitativ hochwertiger Spieler seine Qualitäten hat, aber man kann diese Ausfallzeit nicht wegdiskutieren, dass natürlich auch Luft nach oben, was Laufverhalten betrifft, in Position kommen, offensiv, aber auch defensiv, ja noch intensiver zu sein, aber das ist normal nach so einer langen Ausfallzeit. Für Elliot war es der erste Einsatz, man hat glaube ich seine offensiven Qualitäten gesehen, hat man auch gesehen, aber dass er defensiv taktisch auch sich mehr einfinden muss und einbinden muss und noch körperlicher agieren muss, aber das sind normale Entwicklungsschritte eines jungen Spielers. Uli habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Ja, eine Frage hätte ich noch. Der Tim Rieder hat gesagt, die Mannschaft fühlt sich im Grünwalder Stadion inzwischen unbesiegbar. Können Sie diese Einschätzung teilen? Eine Stabilität zu haben und das Gefühl zu haben, dass man A, konkurrenzfähig ist, aber auch B, siegfähig ist, ist natürlich super, sehr schön, aber wird von Spiel zu Spiel vor neuen Herausforderungen gestellt. Ja, und wir werden morgen vor anderen Herausforderungen gestellt, neuen Herausforderungen gestellt und können uns auf vergangene Erfahrungswerte natürlich auch verlassen, aber die müssen wir auch mit der Intensität dann auch auf den Platz bringen, um dann auch weiterhin unbesiegt zu sein. Thomas? Ich habe natürlich wieder eine taktische Frage von Bernd Winninger dabei. Okay. Der magige Gegner aus Ulm befreit sich aus Verdichtungssituationen oft mit schnellen, präzisen Seitenwechseln über die ganze Breite, über das ganze Feld und sorgt damit auf der anderen Seite dann für Überzahl, bevor es wieder ins Zentrum verlagern. Wie kann man das verhindern, dass in solchen Situationen bei Ihrer Mannschaft die Zuordnung verloren geht? Ja, indem man sie nicht rauskommen lässt, indem man sie auf der Seite lässt. Das ist ganz einfach, dass man so viel Druck auf den Ball erzeugt und auch nach außen lenkt und nicht ins Zentrum rein, weil wie gesagt, in ihre Dreier
in ihrer Dreier-Fünfer-Kette ist der Außenspieler tatsächlich ziemlich breit und nach einer Spielverlagerung sind die Wege der Mannschaft dann größer, um dann kompakte wieder herzustellen. Insofern aggressives Gegenpressing nach Ballverlust und Lenken Richtung Außenlinie und nicht ins Zentrum wäre wünschenswert. Dann haben wir die Taktikfüchse bedient. Sonst sehe ich keine Fragen mehr. Dann sage ich vielen Dank. Wir sehen uns morgen Nachmittag 14.03 Uhr Anpfiff aufgrund der BR-Live-Übertragung im Grünwalder Stadion und holen dann hoffentlich die nächsten drei Zähler. Dankeschön. Sehr schön.